Boah, aber ich will jetzt nicht pushen, aber der sieht schon low-key fakey aus. Aha! Aha! Freunde, live gespottet! Alright, Chat. Ihr habt abgestimmt. Wir schauen uns jetzt das neueste Video von Mahan an mit dem Titel Mit 15 Jordans 4500 Euro tragen. Ja, gut. Wir sliden rein, Freunde. Ich bin gespannt. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Wir sind heute in der Hamburger Innenstadt am Start. Es ist gutes Wetter und wir haben ein Fake-or-Real-Klamotten-Check-Video gedreht. Und zwar habe ich heute zwei Kandidaten, besser gesagt drei, im Video am Start. Fake-or-Real bedeutet, Mahan geht hin, fragt, ey, hör mal zu, was hast du an? Er sagt, ist von Gucci. Mahan sagt, bist du dir sicher, dass das von Gucci ist? Er sagt, ja, safe. Und dann sagt aber Mahan, nee, Bro, das ist fake. Weil Print is off, Tag ist von Louis Vuitton dran und hast du dir in deinem letzten Türkei-Urlaub gekauft. So mäßig. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Wir checken ab, ob die Leute hier auf der Street die Wahrheit sagen, ob die echte oder reale Klamotten anhaben. Stellt euch mal vor, Mahan sagt zu einem Dude, ey, hör mal zu, dein Gucci-Schuh ist fake, ist er aber gar nicht. Und entblößt jemanden, der eigentlich gar nichts dafür kann. Ist das schon mal vorgekommen, Fragezeichen? Ich stelle mir das relativ schwer vor, so live jemanden, zu exposen, wenn man so will. Also ich könnte das nicht. Ich bin eh nicht so gut da drin, irgendwie zu sagen, okay, ist das fake oder real? Ich glaube, dafür muss man schon ein gewisses Auge haben. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich würde mal sagen, wir fangen straight mit dem Video an. Was geht ab? Wir haben hier zwei Kandidaten. Rudi, was geht ab? Wie heißt Hi. Du? Yusuf. Yusuf, wie alt bist du? Ich bin 23. 23, wie alt bist du? Ari und Yusuf. Genau. Rudi, ich habe bei dir hier etwas gesehen. Ne? Und zwar diesen Pulli. Also, es ist tatsächlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Er geht einfach random zu jemandem hin, den er schon von der Ferne gespottet hat. Okay, das Ding ist fake und bringt das zur Sprache. Ha? Valente Mahan hier unterwegs. Ich bin gespannt. Ne? Und deine Schuhe. Ja. Aber wir fangen bei deinem Pulli an. Digga, Bro, das ist, wo warst du diesen Pulli? Von Gucci? Nein, es ist nicht eigentlich von Gucci, aber... Es steht Gucci drauf. Ja, aber es ist nicht die Originale. Ah, ist nicht original. Okay, aber ehrlich hier an der Stelle. Also das hätte ich mit meinen Augen auch noch gespottet, dass das vermutlich nicht original ist. Aber kann natürlich auch Archive sein. Original kostet über 400 Euro, die Pullover. Ah, okay, von wo hast du den? Ich habe die von Internet bestellt, also vor 110 Euro war das. 110 Euro für den Ramsch? Bro, nie im Leben. Oh, Bro, der Arme wird einfach gescammt. Bro, das kriegst du auf Wish für einen 20. Ungelogen, ich glaube ihm sogar, dass er 110 Euro dafür ausgegeben hat, weil er ist ja schon ehrlich unterwegs. Er sagt, ey, hör mal zu, das ist nicht original Gucci. Warum sollte er dann irgendwie mit Fake-Preisen flexen wollen? Wisst ihr, wie ich meine? Macht, glaube ich, für mich keinen Sinn. Ich glaube, er wurde original hops genommen. So, es gibt eh immer komische Leute auf eBay Kleinanzeigen, die unterwegs sind. Vorsichtig sein, meine Freunde. Die zusammenkommen. Okay. Also das ist nicht echt. Nein, das ist kein echt. Du hast noch Schuhe? Was sind das für Schuhe? Sind das auch die habe ich eigentlich von Dings bestellt, von Amazon. Ah, also, okay. So teuer ist auch nicht. Also trägst du gerade so, ja, der hier ist gefälscht und okay. Bisschen zurückgerudert. Wollte gerade sagen, also trägst du schon Fakes und feierst die, oder was? Aha. Wir sind bei Fake or Real Klamottencheck. Wir hätten einfach nur abgecheckt, ob du die Wahrheit sagst. Und du sagst die Wahrheit. Ja. Und dafür auf jeden Fall erstmal einen Handschlag. Danke dafür. Danke. Was hältst du von Personen, die so gefälschte Klamotten tragen, aber es nicht zugeben? Ich weiß nicht. Eigentlich, man kann die gleiche kaufen, aber nicht original. Aber sie sieht gleich aus. Also ja. Man kann sich nicht so viel ausgeben. Der Junge hier, also er kauft immer teure Klamotten. Ah, okay. Schwierige Aussage an der Stelle. Erstens werden Fakes nie hundertprozentig so aussehen wie das Original. Gerade schlechte Fakes bei dem Sneaker-Game, da wurde teilweise wirklich das ganze Spiel durchgespielt. Da ist wirklich nahezu ein Fake 1:1 identisch wie das Original. Wirklich crazy. Wie viel Mühe sich die Leute gemacht haben. Es ist wirklich verrückt, auf was für ein Level die da unterwegs sind. Aber gerade bei den Klamotten finde ich, dass da noch, ich sag mal, ein bisschen Luft nach oben ist. Und plus die andere Geschichte, es gibt tausend andere Argumente auch noch, die dagegen sprechen, Fakes zu tragen. Ja? Sehr fragwürdige Bedingungen, wie die ganzen Sachen überhaupt hergestellt werden. Zweitens, put some respect on the designers, wisst ihr, wie ich meine? Und Leute, das sind jetzt nur ein paar von... zigtausend Argumente. Ist doch moralisch etwas verwerflich, wenn man gefälschte Klamotten kauft. Es, man nicht, schadet, es geht ja nicht um gefälscht oder ob die teuer sind oder nicht. Es geht um zum Beispiel, was mir gefällt.
okay. Also ich habe auch Klamotten, die richtig teuer sind, aber manchmal gibt es Klamotten, die normal sind und gefällt mir besser als die anderen. Okay, aber du schadest ja theoretisch jetzt Gucci damit, dass du das trägst. Das ist natürlich deine Sache, auch ne? Gucci, die 200-300 Euro kosten. Oh, aber shit! Die finde ich auch nicht schön. Okay. Manchmal träge ich die so fake, die besser aussehen. Okay, Bro, dann einfach die richtigen Sachen kaufen. Was geht ab, Bro? Wer bist du? Ahmed. Ahmed und? Yunus. Yunus und Ahmed, okay, Ahmed und Yunus. Wie alt seid ihr? Ich bin 14. Ey, jetzt zum Beispiel hier, bei dem Kollegen, würdet ihr jetzt auf Anhieb sagen, dass irgendwas daran fake ist? Zum Beispiel hier der Palm Angels Hoodie oder hier die Moncler Weste? Also ich könnte das jetzt nicht direkt spotten, bin ich ehrlich zu euch. Wahrscheinlich sind das jetzt auch nicht meine favorisierten Marken, die ich mir immer vorm Einschlafen anschaue. Aber I don't know. Ich bin 15. Ja, also Jungs, ich habe bei euch direkt eine Sache gespottet und zwar, ihr trägt... Okay, der Palm Angels sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. Bei dir sieht man hier erstmal die Jordan 1 Travis Scott. Digga, was geht da ab? So, check die mal ab, Digga. Was hast du für die bezahlt? Ich glaube so 1400 bis 1500. 1400 bis 1000. Die sind auch fake. Oh, Freunde, jetzt bin ich aber jetzt mal gespannt hier auf die Reaktion. Okay, okay. Und was geht bei dir ab? So Montclair, Palm Angels? Du brauchst nicht fragen, alles fake. Oh, shit. Okay, okay. Aber guck mal, ehrlich. Ich finde Ehrlichkeit... wert am längsten. Dieser komische Fake-Flex ist meistens sehr, sehr cringe und unnötig. Und wenn man es einfach auf ehrlich zugibt, ist sympathisch. Was soll ich da jetzt dagegen sagen? So, ich glaube, wie gesagt, das ist eh so ein gesellschaftliches Ding, dass gerade Jüngere, die dann vielleicht nicht die Möglichkeit, also nicht jeder Junge oder generell nicht jeder Typ auf diesem Universum hat halt die Möglichkeit, für einen Hoodie 300, 400 Euro auszugeben. Und wenn denn irgendwie Leute in der Schule oder sonst irgendwo halt Klamotten flexen, dann kommt man ein bisschen in die Bedrulle, will da vielleicht zugehören und sieht sich dann vielleicht in dem einen oder anderen Fake-Produkt. So muss man das ja Ganze auch sehen, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Das darf man ja nicht vernachlässigen. Ich meine, das ist immer noch kein Grund, sich die Fake-Sachen zu koppen, aber ist auf jeden Fall dann nachvollziehbarer. Weil ist schon mal... Gerade als die jüngere Person. Dafür stark, finde ich gut. Wie sieht's bei dir aus, Digga? Also, du hast 1400 Euro, sagst du, bezahlt? Ja, ja. Von StockX. Von StockX? Ja. Beweis uns, dass die echt sind. Ich habe normalerweise schon Schlüsselanhänger dafür bekommen. Okay. Aber ich hab das nicht dabei, leider. Okay. Wie hast du nicht dabei? Du hast jetzt nicht dein StockX Verified grün Schlüsselanhänger mit am Start. Lappen, wer das sich immer mit sich trägt. Also, ich bin auch... Kann ja öfter mal passieren, dass die Fashion-Polizei einen rechts ranwinkt und sagt, hey, Führerschein, Fahrzeugpapiere und StockX Verified Button. Einmal her damit. Blick drauf werfen, genau, weil, also, nimm mir jetzt nicht böse, du bist 15, du hast mit 1500 Euro schon rum. Ja, ja. Kann man sich das finanzieren mit 15? Boah, aber ich will jetzt nicht pushen, aber das sieht schon low-key fakey aus. Aha! Aha! Freunde, live gespottet. Hier dieses Stitching, dieses weiße Stitching geht über den Swoosh. Seht ihr das? Es geht über den Swoosh. Nie im Leben ging das über den Swoosh. Nie im Leben. Der geht dahinter. Und obwohl ich jetzt nicht meinen Verified-Button mit dabei habe, ja, von StockX, habe ich mir den auf StockX gegönnt. Und ich bin mir absolut sicher, dass der... real ist. Und bei dem allerspätestens jetzt bezweifle ich es. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Diskussion hier noch sein Ende findet. Aha. Ich habe das eher geschenkt bekommen. Du hast geschenkt bekommen? Ja. Okay. Ja. Von wem? Von meinem großen Bruder. Von deinem großen Bruder? Okay, korrekt, Digga. Ja, also ich würde mal sagen, ich kann das jetzt so nicht genau straight sagen, ob die echt oder fake sind. Nein, Bro, tut mir leid, der ist fake. Der ist on God fake. Wir haben das live on camera. Ich will wirklich kein Auge machen, ja. Nicht falsch verstehen. Aber der war nicht real. Ich habe bisher nur das dann, also Goose Knuckles. Okay. Und die Armani, ich bin ehrlich, die ist fake. Ah. Die hab ich aus Türkisch Bazaar. Okay, okay. Bin ganz ehrlich. Sonst habe ich hier nichts drunter. Aber bei den Schuhen bist du dir zu 100% sicher, dass die echt sind. Ja, ja, ganz genau. Okay. Sherlock Pad live exposed hier an der Stelle. Aha. In Ordnung, dass wir das checken lassen und sozusagen ich nach dem Video, nachdem das jetzt fertig ist, kommt dann sozusagen die Antwort, ob das echt ist oder nicht. Ja, klar. Aha. Mahan grätsch auch rein. Da bin ich aber gespannt, was die Einschätzung von Mahan ist. Okay, krass. Kann ich dir vertrauen, weil ich glaub dir gerade, dass die so eventuell echt sind.
Ja, die sind echt. Ja, die sind echt, weil du hast gerade gelacht. Nein, jetzt bin ich wieder verwirrt. Nein. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Er kann sich nicht so vorstellen, dass ich halt so viel Geld habe. Ich will nicht nur Flex und Flex. Ich will so viel ausgeben für Schuhe, Digga. Oh, sogar der Kollege glaubt ihm das nicht. Sogar der Kollege glaubt ihm. Ey, einfach, du hast ihn auseinandergenommen. Nein, das ist einfach der Kollege hat ihn geflasht. Sag mal raus. Nein, ich bin mir einfach nicht sicher, wie geht das? Oh shit, Digga, einfach Digga. Kollege! Ein bisschen am Pushen an der Stelle. Ich schau mal jetzt einmal drauf. Ich kann dir mein Insta geben, da kann ich dir gleich, da kann ich dir später ein Video schicken, da okay. Wo. Dann machen wir das Quittung so. Und so. Das machst du sowieso. Das, ja, ja. Das ist safe. Wir schauen aber jetzt einmal genau auf die Schuhe rauf. Okay. Hey, Bruder, will uns das hier ganz beweisen. Bin gespannt. So, ist die Tasche dabei? Die ist doch noch eine Tasche. Hier an der Seite. Nein, hab ich nicht. Nein? Nein, Bruder. Da ist keine Tasche. Doch, die ist da. Hier kann man aufmachen. Das können die Fakes auch. Nein. Okay, ey, Bro, du lachst. Frag mich, Bruder, ich weiß gar nichts. Was sagt ihr zu Personen eigentlich, die so gefälschte Klamotten tragen? Ja, muss man nicht sagen. Das Ding ist, ich hab das ja so bestellt. Ja. Also, mein Bruder hat es bestellt. So, jetzt haben wir hier den Schuh. Kannst du mir hier die Seite zeigen? Schauen wir uns das genau einmal an. Das ist so. Ein bisschen befleckt, aber... Ja, easy. Bro, jetzt nichts für ungut, aber der ist... Das ist sogar ein relativ schlechter Fake, um ehrlich zu sein. Swoosh, viel zu groß. Hier jetzt bei meinem Paar, das geht nur bis hierhin circa. Also genau bis zur Ecke von diesem Stitching. Auch das Stitching ist hier nicht unterm umgekehrten Swoosh, sondern der ist quasi genau da bündig. Aha. Nein. Wir haben ihn ertappt, Freunde. Das passiert doch mal bei so einem teuren Schuh. Aber hier... Guck mal, das muss... Oh. Achso, das kann man abnehmen. Okay, das ist die Tasche, die ich gerade meinte. Ah, guck, habe ich doch gesagt, dass es eine Tasche hat. Ah, das können auch die Fakes. Warte ich schon mal auf so einem Bazar. Es ist lustig, ey, empfehle ich euch. Geht mal auf so einen Bazar. Also ich immer, wenn ich in Portugal bin, gehe immer auf so einen Bazar. Da gibt es auch nicht nur Fake-Klamotten, da gibt es, keine Ahnung, kannst du Servietten kaufen, Tischdecken, da kannst du, selbst Tiere gibt's da. Also bei unseren Bazaren, da läufst du erstmal so durch so halbe Zoo, ehrlich jetzt. Da kannst du Hähnchen, so Hühner kaufen. Da kannst du Hühner kaufen. Da kannst du Katzen, Hunde sind da am Start. Selbst Schweine jetzt, no joke. Ich übertreibe jetzt low-key nicht. Und irgendwann gibt es da so eine Abteilung Klamotten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und da sind auch manchmal Typen, das habe ich noch nie verstanden, die wollen dir gefälschte iPhones andrehen. Gefälschte iPhones. Und das Geile ist dann, die kosten nicht 1.100 Euro, sondern nur 900 Euro. Und ich frage mich dann immer, was kann diese Kiste? Was kann die? Und die können dann halt so Sachen wie WhatsApp. Aber das war's auch. Und genauso wie dieser Schuh jetzt diese Tasche an der Seite kann. Wisst ihr, was ich meine? So diese Basics können die. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann eben nicht. Ach so, ja. Das ist eine Tasche. Da packen ja die Leute Geld rein in meinen Videos, ne? Ja, und ganz kurz, ich habe noch ein bisschen Bargeld dabei. Warte. Okay, also die Tasche ist am Start. Also ich bin euch ehrlich, Leute, ich glaube, der Schuh ist real. Ist so. Mm-mm. Sagst du ganz ehrlich? Okay. Ich lasse es trotzdem auf jeden Fall nochmal abchecken von einem Kollegen von mir. Mhm. Sorry, falls ich falsch liege, ne? Der Kollege hat mich auseinandergenommen. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Einschätzung von Mahan, ob er das auch am Spotten ist. Also wie würdest du dich fühlen, falls es rauskommt, dass die Fake sind? Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlimm, also ich würde mich eigentlich nicht so aufregen oder so. Okay. Hat er Geschenk gekriegt. Wie ich immer pflege zu sagen, Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Aha. So, live aus der Zentrale am Start. Jetzt, Freunde, jetzt geht's hier zur Sache. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir werden jetzt mal abchecken, ob der Schuh echt ist oder nicht. Ah, ich glaube, er hat's auch geblickt. Vorab muss man eine Sache direkt sagen. Ich hätte ihn eigentlich das abgekauft, dass der Schuh real ist, weil ich habe so nichts gesehen am Schuh, was mir auffällig wäre, sage ich mal. Nur von seinen Aussagen her wurde ich ein bisschen skeptisch. Aber der Kollege neben ihm hat ihn einfach gesnitcht. Also, for real, er hat einfach... ihn gesnitcht vor der Kamera. Und das hat mich auf jeden Fall nochmal stutzig gemacht. Und deswegen habe ich den Schuh jetzt Fabian von Hype Needs geschickt. Der Bro hat den Schuh jetzt kontrolliert und wir hören uns jetzt einmal mal seine Sprachnachricht an. Hey, guten Morgen, Maren. Und zwar kann ich dir garantieren, dass der Schuh zu 100% fake ist. Freunde, wenn ihr legit Checks braucht, meldet euch gerne bei Pat. Na?
Sherlock Pad hat da ein Auge drauf, meine Freunde. Kennst du Material an den Nähten an Albrecht? Ja, so viel dazu, dass das schön ist. Guck mal, ich sag mal so, ich glaube, er wusste es auch nicht besser. Er hat die wahrscheinlich ehrlich von seinem älteren Bruder geschenkt bekommen. Der Bruder hat die vielleicht, sein Bruder wollte ihm einen Gefallen machen oder hat die vielleicht selber nicht mehr gebraucht oder whatever. Hier, komm, zieh an den Rotz. Er hat sich gefreut. Man hat die quasi in dem Glauben gelassen, dass der real ist. Aber mein Gott, die beiden waren sympathisch, deswegen all good. Ich würde sowieso, ja, ich würde jetzt keine Fakes tragen, aber ich würde jetzt auch keinen irgendwie steinigen, nur weil er jetzt irgendwie mit Fakes am Rumlaufen ist. Sehr, sehr selbstbewusst so am Start, dass der Schuh real ist. Also da frage ich mich gerade for real, warum sagt er das? Keine Ahnung, fragwürdig auf jeden Fall. Man muss sagen, by the way, es ist anscheinend ein sehr, sehr guter Fake, weil ich hab's for real gar nicht erkannt. So. Nein. Das war nicht so ein guter Fake, to be honest. Alter. Ohne Witz, und ihr wisst selber, es gibt Fakes. Bro, gerade diese Yeezy-Fakes sind irgendwann so eskaliert, die Leute haben das schon durchgespielt. Die haben Fakes durchgespielt. Du musst dann teilweise mit irgendeiner komischen Lampe dagegen leuchten und gucken, okay, reflektiert das jetzt im 90-Grad-Winkel anders und keine Ahnung was. Wie crazy. Aber Fabian hat halt jahrelange Erfahrungen drin und weiß auf jeden Fall, was real ist und was fake ist, was das angeht. Ich bin schon enttäuscht, Digga. Bro, wenn du das siehst, ich bin schon enttäuscht von dir. So, das ist krass. Also, ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Boy mir so hart ins Gesicht lügt, muss ich echt sagen. Interessantes Video. Live exposed hier vom Sherlock Pad an der Stelle. Ich sag mal so, habt ihr Fakes zu Hause, dann schnell damit in die Tonne und das zwar ohne Pause. So nämlich. Oh, war der schlecht. Wow.